Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir suchen jetzt hier einen fleißigen Händler, beziehungsweise eigentlich suchen wir ja nur Fulda. Nee, Fulda? Fulke. Nein, geh hoch. Das nehmen wir natürlich nochmal eben mit. Das liegt ja auf unserem Weg, hoffe ich zumindest, dass ich jetzt richtig rumgelaufen bin. Nein, du sollst dagegen schlagen in dem Moment, wo ich da drauf bin. So, da sind wir am Wasser. Ein Stückchen weiter rechts. Aber das sieht mir so nach Händler aus hier unten. Ah, geht doch. Was hätte ich davon, dir zu helfen? Guter Mann, möchtest du unter Edwins Stiefel? Er ist Fulke. Denn so wird es sein, wenn diese Vorräte... Es ist zum Wohle deines Schiers. Du bist nicht bei Sinnen. Was ist hier los? Sie will mich ausrauben. Ich warne dich. Jeden Moment taucht meine Soldateneskorte auf. Dieser Händler bringt Vorräte zur Feste. Öl zum Verbrennen. Pfeile, Schilde, Proviant. Ich wollte sie kaufen, doch er lehnte ab. Ich verkaufe nicht für ein vages Versprechen auf Bezahlung. Edwin ist eine gute Kundin. Dann mache ich dir ein anderes Angebot. Ja, wir sind freundlich heute. Wie wär's mit einer Geschichte? Ich erzähle sie dir im Tausch gegen deine Waren. Ein sonderbarer Vorschlag, aber gut. Erzähle mir eine eurer Sagas. Die wilden Winde wanderten. Die See spuckte Salz. Die Nacht fiel in Schlummer. Odin der Weise nahm seinen Abschied. Er stieg in die Stiefel aus Leder. Kein aufregender Anfang, aber weiter. Lange bevor alles begann, bevor man von dir und mir sprach, blickte Odin der Weise mit seinem allsehenden Auge. Und er starrte und blinzelte und donnerte. Dieser Odin ist einer eurer Götter, habe ich recht? Der Mond brennt rot, die See schäumt golden. Da sprach Odin der Weise die Worte. Gut, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Hör schon auf, ja? Die Schlange windet sich. Loki jault. Gift tropft von den Lippen. Genug, hör auf! Ist das ein nordischer Fluch? Nichts wie weg hier! Wie endet es? Alle sterben. Auch nicht schlecht. Wir könnten die Soldaten mit diesen Ölkrügen überraschen. Ich sehe brennende Männer vor mir. Schreiende Soldaten. Wenn wir das Öl und die Vorräte neben dem Heu an der Straße aufstellen, wird es lichterloh brennen, wenn die Soldaten eintreffen. Warte bei dem Vorsprung und halte Ausschau nach ihnen, ja? Ich werde aufheulen, wenn sie sich nähern. Ich darf hier nicht erwischt werden. Ich darf hier nicht erwischt werden. Wir sind gerade erst hier reingekommen. Bringe Ölkrüge auf die Hauptstelle. Von da, oder wie? Weil mir das jetzt hier angezeigt wird. Von wo soll ich dich denn jetzt runternehmen? Hallo? Weil ich kann hier nichts machen. Ah, Moment. Jetzt steht da dran. Ah, okay. Jetzt funktioniert's. Auf die Hauptstraße, um die Falle vorzubereiten. Das heißt, ich muss... Zeig es mir. Wohin jetzt genau? Also sie hat gesagt, ich soll das vorne ans Stroh stellen, aber... Muss ich das jetzt einfach so dahin stellen oder gibt es jetzt hier einen speziellen Platz? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Einfach hier so, oder... War das? Mein Aufheulen. Edwins Männer kommen. Ja, das ist los, Mann. Mach dich bereit. Die Soldaten sind nah. Dieser überhängende Ast eignet sich gut für einen ersten Schlag. Ne? Oh, aber nicht, wenn man runterfällt. Scheiße. Wieso geht die nicht ganz normal weiter? Wieso springt die da jetzt rund? Geht doch mal da hoch, Mann. Die sind gleich da. Sie sind hier. Ja, und ich kann nicht zielen, weil das so blöd da steht. Geil.
Boah, das hat man sich ja hier richtig geil ausgedacht. Hä? Wieso zieht er das immer weg? War jetzt nicht ganz so, glaube ich, wie sie sich das gedacht hat, aber egal. Oh, ich wollte eigentlich nur beim Feuer ausweichen. Das war ein guter Doppelschlag, würde ich mal sagen, ne? So. Und nun? Hat alles nicht so hingehauen, wie es geplant war, aber es hat funktioniert. Immerhin. Okay. Jetzt sollen wir ihr folgen. Das war der letzte. Nun wird Edwin vergebens auf Unterstützung warten. Stimmt etwas nicht? Nein. Nein, ganz im Gegenteil. In der Abtei behauptete dein Bruder, ein Abkömmling der Götter zu sein. Stimmt das? Ist er ein Nachfahre der Kinder der Archonten? Der Isu? Nichts für ungut, Fulke. Doch höchstens die Hälfte von allem, was du sagst, ergibt irgendeinen Sinn für mich. Verzeih mir. Ich erwarte oft zu viel von meinen Zuhörern. Die meisten fürchten die Verdammnis. Dabei ist Unwissenheit das größte aller Übel. Unwissenheit worüber? Welch vollkommener Satz. Ich frage etwas einfacher. Könnte dein Bruder von den Göttern abstammen? Oder gar selbst ein Gott sein? Ja, das Letzte würde ich gerne sagen, ja. Wie sollte das möglich sein? An so etwas glaubst du doch selbst nicht, oder? Kein Abkömmling des selbstgeborenen Lichts, das über alle herrscht. Doch vielleicht der eines geringeren Gotts, der Versuchung erlag. Sigurd ist nur ein Mensch. Er ist mein Bruder und auch Sohn eines Königs. Er mag ja viel von sich halten, aber er ist kein Gott. Ist es möglich, dass seine königlichen Vorfahren auf einen Gott zurückgehen? Was denkst du? Wir haben keine Zeit für solche Hirngespinste. Ich sollte zu Gedrick zurückkehren. Um zu sehen, wie die Vorbereitungen für den Angriff vorangehen. Viel Erfolg, Eivor. Ich bleibe hier und bete für die Seelen der Toten, bevor ich nachkomme. Ja, die flammende Falle hat jetzt nicht ganz so funktioniert, wie es eigentlich geplant war, aber ist nicht schlimm. Was mir Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Aufgefallen ist, dass hier hinten... Aber da wird mir nichts angezeigt. Da ist nämlich so ein Durchgang, den man aufsprengen kann. Ich schau da mal eben nach. Weil warum sollte man diesen Durchgang aufsprengen können, wenn da nichts hinter ist? Was siehst du, alte Freundin? Ich könnte jetzt einfach mal gucken, ob wir da irgendetwas Brauchbares finden. Ja, komm, geh rüber. Hallo? Was macht die hier? Geht's noch? Du sollst einfach weiterlaufen? Okay, da oben scheint ein Schlüssel zu sein. Das hat jetzt mit der Quest nichts zu tun, aber
hat sich mir hier gerade so angeboten irgendwie, als ich hier war. Was sind wir denn hier? Das dachte ich mir, dass das so ein Durchbruch ist. Okay, also da oben... Stand doch gerade... Ah, genau, da Schlüssel aufnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wofür er ist, aber... wir schauen mal. Ah, Schatzhortkarte eingesammelt. Ja, wunderbar. So einfach geht das. Ich habe keine Ahnung, wofür ich jetzt den Schlüssel eingesammelt habe. Weil ich jetzt hier im Moment keine Truhe oder so sehe. Doch, da oben. Das sieht gut aus. Da schauen wir nochmal eben nach, bevor wir wieder rausgehen. Ja, komm. Kann ich auch plündern? Ja, natürlich. Eine Muschel war sogar dabei. Okay. Ja, das hat sich doch gelohnt. Ich schau mal eben, ist ja gar nicht so weit entfernt. Ich werde jetzt erstmal rübergehen und mit Gedrick sprechen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind so gut wie da. Das müssen wir ihn nur noch selber finden. Hilf mir. Sei meine Augen. Okay, bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier wirklich durchzulaufen. Da ist Eivor. Wir stehen dir zur Seite. Genug Pfeile haben. Ah, da oben. 20 für jeden. Lang lebe Gedrick. Eivor, hast du Edwin ein paar harte Treffer zugefügt? Ja, sie wird bald merken, wie schmerzhaft sie waren. Richtig. Meine Männer können den Angriff kaum erwarten. Aber es wäre dumm, ihn zu überstürzen. Wieso das? Weil Edwin noch über zu viele Fallen und Verteidigungsanlagen verfügt. Ihre Rotten würden uns zu einem blutigen Brei schießen, bevor sie kochendes Öl wie einen Sommerregen auf uns herabprasseln lassen. Halte die Männer bereit. Ich schleiche mich allein hinein und versuche, die Verteidigung zu schwächen. Bei allem, was heilig ist, du bist wahrlich tollkühn. Ja. Hört sich doch nicht schwer an, ne? Einfach rein und alles zerstören in ein Gebiet, wo wahrscheinlich 2 Millionen Gegner sein werden. Gut, wir versuchen es trotzdem. Lass mich mal hier durch. Verteidigung ist ja alles schön und gut. So, die große Frage ist, wahrscheinlich beginnt das hier vorne nämlich schon, dass die mich sehen, wenn ich da jetzt einfach hingeschossen komme. Ja, zumindest kann man die Ziele gut sehen, das ist schon mal etwas Positives. Flieg, Freundin. So, mal schauen. Hier vorne sind ein paar Vereinzelte. Auf jeden Fall sind sie gut positioniert. Und es sind nicht gerade wenig. Ja, wie ich mir schon gedacht habe. Der Bergfried wirkt uneinnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Der Bergfried. Okay. Keine Ahnung, wer das ist, aber okay. Okay, da stehen schon die Ersten. Die Frage wird jetzt sein, wie breche ich jetzt am besten da ein? Einfach durchs Haupttor oder
Ich meine, rechnet wahrscheinlich keiner mit, ne? Oben steht eine Wache. Da steht eine Wache. Da stehen ziemlich viele Wachen. Mann, geh bloß nicht da hoch. Jedenfalls sind sie alle gut positioniert. Das ist nicht gut. Wollte der jetzt im Nachhinein nochmal sagen? Oder was war das? Gut, ich bin drin. Okay, das ist nicht gut. Wir halten besser die Augen. Das dauert nicht lang. Na komm. Ich will nämlich gerne mal darüber. Ich meine, ich könnte jetzt auch einfach hier durch und einfach alle kaputt machen, aber... Kommt der jetzt hoch? Hallo? Was war das? Wieso geht der jetzt ins Menü rein? Hab ich meinen Kopf jetzt so oft bewegt oder was? Oder... Och, euer Ernst, dann kann ich auch da durchlaufen. Da zur Hölle. Na komm. Wenn ich was sehen würde, ne? Wäre es einfacher. Sieh mal nach, Sühnen. Ach, Leute, echt. Damit dich!
Die Rotten verschießen große Pfeile. Ich muss sie ausschalten. Ja, das stimmt. So, wo ist das andere Ding jetzt? Das ist, der Seite da hinten irgendwo. Ach so, da. Okay, ich sehe es. Jetzt hier auch noch mal was machen? Moment, entschärfen. Hey, du Penner. Ich bin hier gerade am Klettern. Muss doch erstmal wissen, wo ich hin muss. So, die Rabe ist nicht verfügbar. Hallo? Rutten und Ölkessel zerstört. Ah, da unten ist noch einer. Zwei sogar. Ah, okay. Dann weiß ich, wo ich hin muss. Leute, könntet ihr mal da stehen bleiben, wo ich euch kaputt machen kann? Na toll. War der jetzt? Da. Hallo. So, das ist entschärft. Das ist auch entschärft. Leute, ich muss doch jetzt erstmal wissen, wo ich überhaupt dran hin muss. Ernsthaft jetzt. Könnt mich doch nicht hier die ganze Zeit so jagen. Anscheinend ist das aber oben. Ja, komm. Geh. Komm, geh, genau. Weiter. Ich könnte die Kessel manipulieren. Ja, wenn du denn mal hochkommen würdest, könntest du das, genau. Sag mal, geht das noch? Jetzt mach es doch endlich mal. Wie oft soll ich da drauf drücken? Es gibt noch mehr zu tun. Doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt liegt es an Gedrick, seine Männer zu führen. Also ich soll wieder zurückkehren. Okay. Dann machen wir das doch.
Futter! Das war ein bisschen weit. So. Dann ab wieder zurück zu Gatrick. Wo ist er denn? Da oben. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt! Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Ist es getan? Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Weissagungen der Götter. Vision. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen. Dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Siege. Sigurd, was für Weissagungen? Sind wir bereit, die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Wie, wir haben ihn noch nicht genug geschwächt? Natürlich haben wir den genug geschwächt. Wir beginnen jetzt den Angriff, oder? Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Elfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann.